Lasergewehr, Kuben Lasergewehr fallen zu lassen, V um eine Waffe aus dem Lasergewehr fallen zu lassen. Okay. Ah, das ist praktisch wie das Maschinengewehr. Ist aber schick. Ich glaube, wir brauchen das jetzt, oder? Weil die Anleitung nicht weggeht. Aber wo müssten wir denn lang? Von wo sind wir denn gekommen? Da mussten wir hin. Sieht aber echt nice aus. Da von hier hinten irgendwo gekommen, oder? Bin ich aus irgendeiner Bodenluke gekrochen? Hier geht's auch lang. Ah, da hätten wir vielleicht den Kommandanten töten können. Ah. Guten Tag. Alter, da lösen die sich gleich in die Luft auf. Okay, das war's. Das Teil muss ich irgendwo aufladen. Ja, okay. Huhu. Guten Tag. Keine Granaten mehr, schade. Oh, ich glaube, da hat gerade einer seinen Kopf verloren. Hä? Achso. Achso, können wir nur mit dem Lasergewehr auf, wahrscheinlich. Da hinten ist auch so eine Ladestation. Halt das doch mal bei dir! Was ist das? Ist hier Müll hier durch die Gegend schmeißt? Ach, ein neues. Das geht natürlich auch. Ist ja geil. Und das ist ein Stapler? Hier können wir das Teil auf jeden Fall aufladen. Achso, halten. Sehr gut. Mal die kaputt. Was? Ups. Achso. Wo ist jetzt unser Lasergewehr? Warte, ich will einfach gucken, was hier oben drin ist. Beziehungsweise, das wird wahrscheinlich sogar der Weg sein, oder? Geh da mal hier hoch. Er hat einfach drüber. Hallo? Okay, wir müssen wahrscheinlich oben irgendwie hinkommen. Hallo? Ist jemand da? Oh, Munition? 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 Brauchen wir nicht. Haben wir einen Knopf. Nehmen wir das mit dem Lasergewehr auf? Müssen wir jetzt mal ausprobieren. Wo liegt es denn? Dankeschön. Ne, schade. Aber die Tür hat man aufgekriegt. Also wieder zwei Kommandanten in der Nähe. Na gut, dann wollen wir schauen. Gib mir mal bitte das Lasergewehr. Nein! Scheiße. Dann gehen wir erstmal nach unten. Vielleicht können wir den umgehen und die Kommandanten wenigstens ausschalten. Ah, scheiße.
Er läuft ja über uns. Dankeschön. Habt uns ja gar nicht gesehen. Okay. Guten Tag. Alter, was? Alter, was war das denn? Hat er uns gerade einfach über den Haufen gerannt? Der Wichser hat uns gerade echt einfach über den Haufen gerannt. Das ist ja krass. Auf jeden Fall wieder den ersten Kommandanten ausschalten. Ich aufpassen, wo die Wichser jetzt rumrennen. Brauchen die Enigma-Codes. Okay, ne, wenn die... Ah, oh, fuck. Hallo! Guten Tag! Ja, macht mal nicht so einen Lärm hier, bitte. Also sind wir wieder drin. Der Große jetzt schon down? Oder wie viele sind denn das hier? Was halten die denn aus? Okay, ich brauche die... Gib her! Da ist nicht mehr allzu viel drin. Schwere Waffenkills, okay, sehr nice. Entschuldigung. Ah, die kann man so auch kaputt machen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Moment. Haben wir schon? So, hat er eine bessere? Wo liegt denn seine? 102, Moment, verlegen die mal hierher. Ah, die ist komplett leer. Ach. Na gut. Leer. Das kann man echt gebrauchen gerade. Ah, er muss die schwere Waffe dafür nicht ablegen, das ist schon mal sehr gut. Guten Tag!
Nachladen bitte. Du gehst auch bitte weg. Ja, was habe ich gerade gesagt? Jetzt hör doch mal auf zu diskutieren. Ist er fast tot. Leben. Leben, 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 leben. Bitte, bitte, bitte. Oh, Kacke. Wir können echt ein paar Leben gebrauchen. Feuerlöscher. Ja, aber Wumms. Wir müssen da irgendwo noch ein paar Leben unter die Tische liegen. Scheiße. Komm, wir gehen mal da gleich wieder besuchen. Ich weiß es doch. Oh. Alter! Hey! Sigrun, das Rettungs- Sigrun! Ah, jetzt aber auch einen Namen dazu. Mit erreicht? Achso, das ist für die Kleine. Aber ich könnte ein bisschen Medizin brauchen, Alter, Caroline. Das ist so krass eigentlich. Ja, bin schon am Weg. Rettungsboot einsteigen, Level verlassen. So, wir könnten uns jetzt so umgucken, aber das machen wir natürlich jetzt ja nicht. Na? Mister. Ja. Bin schon am Weg. Warte. Aber es ist nett, dass sie gewartet haben. Echt bitterböse hier. Leute! Hört zu! Wir haben eine Strategie! Caroline hatte einen Plan! Die Vereinigten Staaten von Amerika zu befreien! Die USA zu befreien! Und wenn wir das schaffen, können wir von dort aus den Rest der Welt befreien! Und genau das werden wir verdammt nochmal tun! Für Caroline! Was ist mit der da? Können wir ihr trauen? Hallo! Hallo! Sie hat eine Chance verdient! Sie hat mich gerettet! Und Captain Blazkowicz auch. Also, Caroline hatte Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandsgruppe in New York hergestellt. Wir müssen Lassen Sie auch Schwarze an Bord? Sache gewinnen. Wir brauchen oh Unterstützung Gott. Von den US-Widerstandsgruppen. Nur so können wir die Jeder Leute zur Revolte bringen. Wir machen diesen Kampf wieder zu einem echten Krieg. Ganz genau. Und als erstes müssen wir Kurs auf New York setzen und... Unterwasserbomben! Oh. Anja, zu nah! Das sah gerade aus, als hätte der die Anja in den Stuhl geschubst. Oberfläche durchbrochen. Mehrere Objekte. Das ist Frau Engel. Wie zum Teufel hat sie uns nur gefunden? Irgendjemand in ihrem U-Boot sendet ihre Position. Was sagen Sie? Was? Der Ausmerzer hat Nachrichten von jemandem aus ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Das ist unmöglich. Sektion F. Das kann nicht. Was, Sektion F? Da ist sie, Sektion F. Oh. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Und was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Cap, Sie nehmen ein paar Männer und schauen nach. Ich zeige Ihnen den Weg. Was ist Sektion F? Verschieben Sie den Schrank.
faszinierend. Ja, das hat vorher keiner gesehen, oder was? Alter, welcher Bastard verrät uns? Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge! Hierher! Nehmen Sie das! Wyatt hatte einige Spielzeug? Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Ist das hier das tödliche Ende? Oh, absolut. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer. Okay. 9 ungelesene Tutorials. Drücke Blitzkanister abzufeuern und zu platzieren. Was? Abzufeuern und zu platzieren? Drücke, um platzierte Kanister zu sprengen. Halte beim Abfeuern gedrückt, um Kanister beim Auftreffen explodieren zu lassen. Ah, okay. Wir probieren das mal. Finde den Sender und schalte ihn aus. Sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Ist ja Drecks. Will mal jemand aufräumen, bitte? Ah, okay, wir können so kleine Haftbomben setzen. Das sind nice. Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Und bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Okay. Aber was zur Hölle ist Sektion F? Ich finde es nur komisch, dass das U-Boot, als wir das erste Mal hier drauf waren, in The New Order, es sah irgendwie völlig anders aus. Ah, Alter, was? Ah, diese scheiß Bomben. Oh. Tagebuch eines Soldaten, 12. März, glaube ich, es ist ein bisschen doof zu lesen hier, ich glaube, 12. März, glaube ich, 1961, ich stecke schon mehrere Monate hier unten fest, ich muss immer wieder an Johann denken, ein echter Soldat Germaniens, er war ein Held und wurde wie ein Märtyrer erschossen, von einem großen, mordlüsternen Affen, diesen Blaskowitz, die Leute mögen ihn, Kommunisten, Anarchisten, Abweichler. Sie müssen vom Antlitz dieses Planeten verschwinden, so wie der Kanzler sagte. Wir sind überlegen, die Stärksten und die Tapfersten. Wir haben keine Angst vor ihnen, die Erde gehört uns. Ich frage mich, wie lange ich noch in diesem Eimer pissen muss. Ich gehe bestimmt nicht zur Toilette am Eingang zu Sektion F. Was, wenn er zurückkommt und losballert? Ich werde weiterhin in diesem Eimer pinkeln, bis Hilfe kommt. Müller. Okay, also hier unten ist auf jeden Fall noch jemand. War jemand, der Müller heißt und dessen Kollegen wir scheinbar auf dem Gewissen haben. Aber den Fehler machen wir nicht normal. Diesmal sterben alle. Eben. Mit keiner anderen Waffe. Doch. Maschinenpistole, Sturmgewehr. Hätte ich gerne wieder. Hier. Mehr Medis und Muni. Alter, wie viele sind denn hier unten? Die sind die ganze Zeit hier? Sind wahrscheinlich... Die werfen mit... Beilen auf dem Dartfeld. Was haben die ganze Zeit hier unten gemacht? Jetzt lass mich doch mal umgucken, bitte. Na gut, aber das U-Boot ist so riesig. Also die Hammerfaust. Da kann das schon mal passieren, würde ich sagen. Oh. Hey, hallo? Oh, Medis. Sehr gut. Guten Tag. Hey, hallo. Wie lange sind die schon hier? Also wir sind jetzt mindestens 5 Monate auf See gewesen. Ich weiß nicht, wie lange wir das U-Boot davor schon hatten. Aber 5 Monate Minimum.
ein bisschen eklig hier mit der Maus. Kann man doch bestimmt aufladen, oder? Nein? Na gut. Wo geht's weiter hier lang? Guten Tag. William, ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Ja? Ballasttank, Atomsprengköpfe. Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion muss gigantisch sein. Ein Teil davon dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Okay. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, jemand geschlafen? Die Soldaten sich da verstecken könnten. Nicht verfügbar? Hä? Okay. Eine Schweißerbrille. Da hat wieder jemand gepennt. Hier scheint eine ganze Menge Leute unten zu sein. Krass. Was? Alter. Und überall Wasser ein. Scheiße. Ein bisschen beeilen, nicht, dass wir ja noch volllaufen. Boah, das sieht aber echt geil aus. Au! Ei, 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 ei. Ah, fuck. Okay. So. Mehr wieder hoch. Nee, schade. Wo sind wir denn jetzt? Gibt's was? Alter. Entrüstung. So. Ah, der ist im Wasser wieder so langsam. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Wo ist der Kommandant? Hier sind 2 Kommandanten in ganz in der Nähe. Aber... Ja, Kommandant? Kennst du etwa alles? Nein. Tja, da hast du deine Antwort. Das funktioniert. Entschuldigung. Ah, scheiße. So, wir können einfach mit dem Ball jetzt machen, nicht wie im ersten Teil, wo wir immer auf die Waffe wechseln mussten. Wer meckert denn hier rum? Achso. Ich glaube, ich schaff's nicht. Doch, da schon. Noch ein paar Wochen vielleicht. Mit ihrer Hilfe. Tja, hoch. Gibt's doch was, oder? Ja, hoch bitte. Haben wir jetzt den Bereich einfach umgangen? Da gibt's doch bestimmt noch was. Der Kollege da hinten hat Blut gekotzt, hat er gerade erzählt. Also Munition scheinen sie ja genug zu haben hier. Guten Tag. Einer da? Wo sind denn die hier gerade rumgelaufen sind? Sind wir hier rausgekommen? Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Oder? Guck nochmal nach. Wie viele Wege es hier einfach gibt. Echt krass. Aber die ganzen Leute sind weg. Und ob das ein Fehler ist, oder?
die einfach woanders hingelaufen sind. Jetzt auch hoch. So, jetzt sind wir ja wieder hier. Einfach nur anderer Weg. Ist nice gemacht. Muss man lassen? Das ist doch ein Kommandant, oder? Und ein? Ja, den werden wir auch gleich über den Haufen ballern müssen. Oh! Der Kanzler ist unser Leitbild. Los Angeles, 20. Oktober 1960. Gestern nahmen sich Fernsehproduzenten August Schmaler trotz seines vollen Terminplans während der Aufnahme der neuesten Folge von Blitzmensch, der beliebtesten Abenteuerserie in der amerikanischen, was in den amerikanischen Gebieten, Zeit für ein Gespräch mit der neuen Wahrheit im Mediengebäude von Los Angeles. Ich glaube, dass Blitzmensch eine wichtige moralische Botschaft enthält, die sehr gut in die heutige Zeit passt, erzählte uns Herr Schmaler bei einem starken Kaffee. Die amerikanischen Gebiete wurden von den Dämonen der Vergangenheit, Kapitalismus und kultureller Verfall befreit und treten nun in ein neues goldenes Zeitalter des Fortschritts ein. Unsere Serie hilft den Leuten, mit ihrem brutalen Vergangenheit abzuschließen. Über die was famose künstlerische Umsetzung hatte Herr Schmaler nur Folgendes zu sagen. Unser geliebter Kanzler ist in jeglicher Hinsicht ein Leitbild. Ohne wäre diese Serie niemals möglich gewesen. Ist jetzt aber schon eine Weile her, ne? Hey! Ich hab gelesen! Könnt mich doch nicht beim Lesen stören! Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank!